Der Kallenberger Ortsteil Kallenberg hat den Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft auf Kreisebene gewonnen. Die Gemeinde setzte sich knapp gegen Bronsdorf durch. Gestern Nachmittag wurde der Sieger in einer Feierstunde ausgezeichnet. Zu der Veranstaltung hatte der Landkreis Zwickau nach Gersdorf eingeladen. Hier in der Hessenmühle, wo sich auch das Heinz-Tetzner-Museum befindet, wurde es gegen 15 Uhr spannend. Beide Gemeinden hatten auf den Sieg gehofft und mussten dafür auch eine Fachjury überzeugen. Doch am Ende konnte es nur einen Sieger geben. Es gibt ja vier Bewertungsbereiche. Zum einen schauen wir auf die wirtschaftlichen Initiativen in dem Dorf und auf die Baugestaltung. Zum anderen schauen wir auf kulturelle Aktivitäten und das soziale Engagement in der Gemeinde. Des Weiteren ist die Siedlungsstruktur und bauliche Entwicklung ein wichtiger Punkt. Und als vierter großer Schwerpunkt betrachten die Kommissionsmitglieder die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Bei der Grüngestaltung könnte man meinen, dass das in einem Dorf kein Problem sein sollte. Doch die Bewertungskommission schaut auch da ganz genau hin. Nicht alles, was grünt und wächst, passt auch in ein Dorfbild. Es muss eine gute Durchgrünung mit Laub- und Obstbäumen vorhanden sein. Wenn man sich in der Region so umschaut, wird man feststellen, dass es viele wunderschöne Dörfer hier gibt. Die Bewertungskommission hatte es also nicht leicht. Natürlich, wir haben eine ganze Reihe wunderschöner Gemeinden und Dörfer. Und mit den beiden Bewerbungen, Bronsdorf und Kallenberg, hatten wir natürlich zwei herausragende Beispiele für das Engagement der Bürger für ihre Dörfer. Kallenberg hat gewonnen, wird uns beim Landeswettbewerb vertreten. Da wird es also genau wie beim Kreiswettbewerb wieder eine Präsentation geben, eine Begehung geben. Da werde ich mich bemühen, wieder dabei zu sein. Also ich hoffe, dass es gelingt, mit der Präsentation im Landeswettbewerb dann auch Kallenberg wieder in den Bundeswettbewerb zu schicken, so wie das mit Stangengrün im letzten Jahr gelungen ist. Nach Bekanntgabe des Gewinners war die Freude bei den Vertretern aus Kallenberg natürlich groß. Es war der Lohn für eine harte Arbeit. Man steigert sich dann auch ein bisschen rein, wenn man so viele schöne Sachen auch in einem Ort entdeckt, und man freut sich dann schon ganz stark. Aber wir waren uns natürlich auch nicht sicher. Wir haben mit Bronsdorf natürlich einen ganz schweren Gegner gehabt, der wirklich auch sehr, sehr viele schöne Sachen im Ort mit hat. Wir allerdings auch. Wir sind also jetzt wirklich ganz, ganz glücklich, dass es so funktioniert hat, dass wir Sieger sind. Es liegen natürlich viele Aufgaben jetzt vor uns. Wir wollen natürlich im Landeswettbewerb dann auch mit ganz gerne vorne dabei sein. Das bedarf natürlich wirklich noch viel Aufgaben. Wir haben jetzt so festgestellt in diesen Ganzen, dass wir eigentlich auch ein ganzes paar Sachen vergessen haben, die wir natürlich eigentlich noch mit hätten reinbringen können und wo wir eigentlich uns noch mal ein bisschen für den Landeswettbewerb noch ein bisschen stark machen können. Also wir freuen uns jetzt auf die nächste schwere Aufgabe.